Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Modpack zusammen mit der Julia. Ja, ja, Julia ist auch wieder dabei und Harald. Julia, wie geht's dir heute an diesem wunderschönen Tag? Julian geht's super, Julia geht's prächtig. Also. Das ist wunderbar. Kurze andere Frage am Rande. Wann kommt das GTA Let's Play? Welches GTA Let's Play, Erik? Erstmal müssen wir Anno weitermachen mit Tristan. Das ist, da muss ich mich ja wieder drauf konzentrieren, 3 Uploads in der Woche zu bringen. Nee, das können wir nicht machen, Julian. Das geht nicht. Bei mir, da müssen wir Minecraft leider kürzen. Bei mir hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Mit 3 Uploads. Bei mir nicht. Ich habe Schule, Julian. Ich bin höchst beschäftigt. Hey, ich arbeite! Vollzeit! Ja, halt den Maul bitte nicht. Teilweise 6 Tage die Woche. Was ist eigentlich falsch bei dir? Können wir bitte schlafen? Ihr überlegt schon. Sagt mir das doch. Ja, ich muss niemand hat nach Erik, niemand hat nach deiner Meinung gefragt. Okay, Erik ist da wieder raus. Erik, Thema heute. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Erik, ich lass die Anstupser drin, up. Das ist dir schon klar. Hey, wake up. Erik. Hey, wake up. Hey, wake up. Wow. Der Content. Kannst du es bitte lassen? Ich bin immer noch im Disconnect-Screen. Oh, mein Game ist gecrashed. Nice. Ernsthaft jetzt? Das kommt davon. Man hat sich gefangen. Übrigens, wenn wir einmal dabei sind, twitch.tv/ablenkendes. twitch.tv/superkingjulian2. Das heißt slash, du dummer Hurensohn. Ich wusste, ich trigger Erik damit. Nee, weil das ist genauso die Leute, die zu Hashtag Raute sagen, Alter. Aber es heißt in der Programmiersprache leider so. Ich weiß, also ich sag auch Hashtag, ja. Aber like, Marcel wird wahrscheinlich... Wann bannen wir den, Leute? Du meinst Marcel? Marcel kann dich bannen, aber andersrum ist schwierig. Nein, das will ich tatsächlich nicht. Einfach und bann mich einfach wieder. Mit meinem GTA 5 Mod-Menü kann ich mich auch in Minecraft tatsächlich entbannen. In Minecraft mit dem GTA 5 Mod-Menü. Erik, schwierig. Wollen wir drüber reden, dass Rockstar ja angeblich so viel gegen Modder getan hat, es sich aber kein bisschen gebessert hat? Erik, wir wollten über Kreativität sprechen, diese Folge. Wollten wir nicht, weil du ein dummer Hurensohn. Nein, Erik, du hast irgendwas gesagt zwischen den Folgen, dass du nicht kreativ wärst, ja? Ja, das ist auch tatsächlich richtig. Warum ist das so? Warum? Keine Ahnung, ich einfach bin... einfach kreativ sein? Warum können Leute sich einfach ihre Fresse halten? Ich verstehe es nicht. Ich als kreativer Mensch verstehe es einfach nicht. Egal, niemand hat nach deiner scheiß Meinung gefragt. Erik, du sollst nicht schon wieder auf dieses Thema kommen, ja? Niemand hat nach dieser Meinung gefragt. Was mache ich eigentlich mit Sulfur? Was ist das für ein Scheiß? Ja, okay. Ich habe ja gesagt, ich will nur so eine kleine Brücke bauen, aber eigentlich ist mir die noch ein bisschen zu klein, Julian. Ja, mach einfach. Die besteht halt gerade aus Slabs, was der Weg ist, ja? Mhm. Und Holzstämmen. Erik, ich würde dir einen Tipp geben. Mach einfach so unnötiges Riesengeschnörkel dran. Das hilft. Kann sowas nicht. Einfach machen. Kann sowas nicht. Einfach irgendwas hinbauen, ja? Irgendwann. Okay. Irgendwann. Dann kannst du kurz vorbeikommen und bewerten? Nein, der baut jetzt einen Penis heran. Ich komm sicher nicht vorbei, um deine Penisse anzuschauen, Erik. Deine Drecks-Minecraft-Penisse aus Erde. Nee, war aus Holzstämmen tatsächlich. Oh, das ist eine Aufwertung, Erik. Ja, übel das Upgrade, ne? Richtiges Upgrade. Oh, okay. Maschinen. Manu würde jetzt sagen, warum baust du überhaupt was? Du hast eine Quantumrüstung und kannst einfach rumfliegen. Das ist richtig, aber sie. Wir wollen ja Züge benutzen irgendwann. Nee. Eigentlich hatte ich vor, dass das irgendwann mal ein RP-Server wird, aber da der Server schon wieder komplett tot ist. Nein, Tristan war online. Tristan wäre heute sogar in der Aufnahme online gewesen, wenn der Server nicht 3-mal abgeschmiert wäre, gefühlt. Ja, aber das Ding ist, dass niemand hier jemals mit Roleplay spielen wird. Ja, halt nicht auf Dauer, aber sicherlich so ein paar Folgen, Erik, das würde ich schon machen. Das ja, aber zu zweit ist halt auch scheiße.
Ja, aber mit also Tristan wär sicherlich dabei. Ja, aber dann soll das kein so Magier-RP werden, ne? Dann soll das schon so ein richtiges, ordentliches RP werden. Das ist auch also okay. Sowas wie halt Real-Life-RP, ne? Ja, aber ganz ehrlich. Soll schon ordentlich sein. Tristan hat ja seine eigene Background-Story schon wieder und so. Ja, das ist mir egal. Also ich finde es schon ganz cool, weil Tristan hat eine Background-Story. Ich habe mal wieder ich keine. Auch. Ja, was ist. Okay, Erik, Background-Story, diese Folge jetzt raushauen damit. Du bist ein dummer Huren. Das ist nicht keine Background-Story, Erik. Das ist eine persönliche Feststellung von dir. Nee, tatsächlich irgendwie treibt es mich dazu, dass ich irgendwie so eine Person bin, die im Mittelalter lebt, also wo Dampfzüge und alles fahren, aber trotzdem übel modern mit so übel moderner Technik lebt. Also ein Zeitreisender. Du bist einfach ein Zeitreisender. Naja, natürlich, Zeitreisen gehen immer. Zeitreisen ziehen, Erik. Das bringt die Quote einfach, ja? Es bringt einfach Quote. Zeitreisende bringen Quote. Like und da, aber Erik, das kommt daher, dass ich Dampfzüge liebe, hallo. Aber wenn du Zeitreisender bist, dann ist es eigentlich gar nicht, also so unschlecht ist es gar nicht, also so schlecht ist es gar nicht mit Tristan zusammen dann. Weil, wenn ich dann zum Beispiel durch Dimensionen gehen kann, dann würde das so in Kombination ziemlich geil wirken. Ja, aber so ein RP habe ich halt eigentlich keinen Bock drauf. Ich hätte halt eigentlich eher so Bock auf Real-Life-RP. So, ja, Tristan steht gelangweilt am Bahnhof und der Zug kommt wie die Deutsche Bahn 7 Jahre zu spät. Erik kommt mal wieder 7 Jahre zu spät. Ja, IC2 hat Verspätung. Ich und Tristan so am Bahnhof. Wo bleibt denn dieser scheiß Zug schon wieder? Erik so. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ja. Einfach, oder einfach so. So typisch. Ja, E-Batterie. Ich glaube, ich lasse die einfach so simpel. Gefällt mir. Irgendwie hat es auch einen Touch. Einfach nur ein paar Slaps, wo du drüber läufst. Nicht mal ein Geländer oder sowas. Es hat irgendwie so einen Touch. Ja, das kann auch gut aussehen. Das ist, sag ich ja nicht. Soll ja nur so eine kleine, simple Brücke zu meinem Haus werden. Das Haus, da kommt ja nichts mehr drum rum. Dort an dem Hauptbahnhof, also an dem Bahnhof der Nebenbahnstrecke, da ist ja dieser eine Weg schon runter, ne, vom Bahnhof. Ja, ja. Da kommt ja ein kleines Dörfchen hin irgendwann mal. Ja, okay. Direkt ans Meer. Macht es ja Sinn, dass das eigentlich. Ja, dann muss da ja nicht unbedingt. Nö, da muss nicht unbedingt was anderes noch sein. Hier habe ich kein Tin. Oh nein, ich habe kein Tin. Oh doch, ich dachte schon, ich habe keine Tin-Blöcke mehr, Erik. Kannst du denn keine Blöcke mehr? Ich dachte auch schon nicht, wie kann ich denn keine Tin-Blöcke mehr haben? Kommen wir denn nicht schnell genug hoch, habe ich das Gefühl. Komm ich halt echt nicht. Mit dem Zug oder was? Nee, ich bin zu weit nach hinten auf dem Weg. Jetzt komme ich nicht schnell genug auf die Höhe, dass es Sinn macht, da noch mit dem Zug. Ich habe gerade 416er Stacks ja E-Batterien gemacht. Das ist halt ein Stack, ne? Ja. Wollen wir kurz drüber reden, warum du inkompetent bist? Bin ich doch gar nicht. Das siehst du vielleicht so, aber. Andere Leute, unter anderem, ich sehe das anders. Wollen Sie ein Statement dazu abgeben? Erik, warum bist du so unkreativ nochmal? weil meine Mutter. No joke, weil meine. Ich guess mal einfach, dass ich das von meiner Mutter habe. Weil meine Mutter ist auch übel unkreativ. Echt? Ja. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, woher ich das Kreative dann habe. Weil bei mir in der Familie sind jetzt nicht so die mega kreativen Leute unterwegs. So. Kann ich dir nicht beantworten, weil du das hast. Das ist einfach dummer Hua, was? Einfach Talent nennt man das, Erik. Talent. Erik soll schon wieder sagen, nee! Du wirst schon sehen, wenn wir wieder GTA spielen. Installier ein Mod-Menü, dass du das Game nicht leften kannst. Direkt PC ausgemacht. Aber Strom ausgesteckt. Nein, ich mach so, dass Strom das ausgesteckt. Weil, vor allem, wenn der Strom ausgesteckt ist, Erik, dann würdest du meinen PC ja dadurch upgraden, dass das Ding weiterläuft, weil es ja aus der Luft dann Strom ziehen müsste. Das wäre voll gut. Aber hey, Erik, ich sag's nur. So, ein Stack Öfen habe ich jetzt gemacht.
ein Stack mehr. Ja, nice. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, Erik. Aber ganz ehrlich, ich habe die Ressourcen dazu. Von dem her gesehen kann man es einfach mal machen, oder? Absolut. Mal ganz ehrlich. Man kann... Hä? Ach so, vielleicht sollte ich die Electronic Circuits auch noch dazu reinpacken. Ich habe, Erik, tatsächlich mein Folgenziel erreicht. Ich habe sogar direkt ein Stack Solarpanels gemacht. Übrigens, ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass auch irgendwann mit der Julia mal zusammen ein Minecraft 1.17. Das ist aber ein Special, Erik. Das weißt du, das musst du auch ganz klar dazu sagen. Alles klar, bei mir. Was geht da bei dir ab? Hat er gerade ein bisschen randaliert? Weil das hört sich nicht gesund an. Ich hab gerade. Da mache ich mir an dieser Stelle tatsächlich Sorgen um dich. Ich hab mir gerade auch Angst. Ich hab Angst um mein Leben gehabt gerade, Erik. So sehr würde ich es jetzt nicht übertreiben, aber. Irgendwer hat. Man könnte schon sagen, bei dir geht da gerade ziemlich was ab. Ich hab so das Gefühl, es wird ganz dringend Zeit, dass ich hier ausziehe, ja. Da hast du tatsächlich mal wieder komplett recht. Ich weiß nicht, da hatte jemand, glaub mal einen Aggressionsschub gerade. So einen richtigen und musste das dreimal die Tür. Manchmal. Einfach dreimal die Tür richtig zuklatschen. Das würde ich tatsächlich nicht machen, wenn ich einen Aggressionsschub hätte. Ich hau immer auf meinen Tisch, wenn ich in Valorant von einem dummen, kleinen, zweijährigen Kiddie einfach von hinten weggefickt werde. Wenn es wenigstens von vorne wäre, ja? Wenn es wenigstens von vorne wäre, aber nein, die müssen einen immer so richtig schön backsteppen, diese Hurensöhne. Erik, was ist denn eine Solarturbine? Das weiß niemand so genau. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Und ich bin immer noch zu niedrig und ich raste gleich aus. Also du kannst mir das nicht beantworten, was, nein, was ich weiß das, nicht. Das Ding mir bringt. Okay, dann mache ich einfach Low Voltage. Oh nein, dafür brauche ich noch mehr Kabel. Ach so, nur Kabel und Kupfer. Ja, Kupfer, raus damit. Braucht kein Mensch. Und Low Voltage. Übrigens, es ist tatsächlich effizienter, Julian. Was? Mit Generatoren, nur mit Generatoren, Strom für Metall anzutreiben als mit Solarpanel. Wisst was für Generatoren? Ganz normale Generatoren. Furnace von, Generator oder? Nein, ganz normale Generatoren von Industrial Craft. Also so klassischer Generator. Ja, der heißt Generator, Julian. Ja, aber das Ziel ist, Erik, ja, irgendwann ein Ultimate. Nee, nicht Ultimate. Doch, das heißt Ultimate. Doch, Ultimate. Okay. Ultimate. Ich komme da immer durcheinander seitdem. Ja, der Typ ist halt einfach inkompetent. Du meinst, der die neuen Solarpanel gemacht hat? Nee, du. Okay. Low Voltage. Ja, die sind halt eigentlich an sich mega scheiße. Ich werde mich wahrscheinlich irgendwann mal demnächst hinsetzen und einen High Voltage craften. Ja, vielleicht mache ich das die Folge noch. High Voltage Solar Panel. Hä, ich habe ein Stack. Du brauchst 8 Stacks. Normale. Ja, ich brauche 8. Ach so, ja, sorry. Und dann schau dir mal das Rezept für den Transformer an, was du für... Schau dir das jetzt mal in der Aufnahme an. Ja, ja, was du für einen High Voltage brauchst. Den Transformer gerade gesehen, alles gut. Das ist, ja, alles gut. Like, sonst hätte das wahrscheinlich schon die ein oder andere Person hier auf dem das Server ist tatsächlich. Erik, also früher waren die IV-Transformer immer nicht so teuer, weißt du? Ja. Deswegen. Aber ja, ich habe den IV-Transformer gesehen und dachte mir so, okay. Vielleicht nicht. Aber bist du. Hä, nee, du brauchst für einen Stack High Voltage, meinst du, brauchst du? Nein, du brauchst für ein High Voltage 8 Stacks. Du brauchst für ein High Voltage, ja, warte, lass mich das umrechnen, ja? Nee, 8, okay, ja, ja, nee, du hast recht, alles gut. You're right, it's okay. Chill your base. Ich weiß, dass ich richtig bin, das musst du mir sagen. Nochmal, ja, alles gut. Ich wollte aber eigentlich nur einen Low Voltage Transformer machen, Erik.
Ein Snack. Oh, ich könnte Äpfel mal, by the way, wieder als Boost irgendwo mit reinwerfen. Rollerpen. Kann man halt actually zu niedrig. Ja, aber kein EMC. Nein. Ich wollte gerade schon sagen. Ich bin gerne das Industrial Craft Addon installieren. Du meinst, dass du auch noch Stahl aus EMC machen kannst? Nein, dass du einfach. Es gibt so ein Addon, dass du irgendwie die 50 bekanntesten, also die 50 meistgedownloadeten Mods auf. Wie heißt das? Ja, Wiki. Wie heißt die Seite? CurseForge. Auf CurseForge haben dann auch noch EMC. Oh, okay. Was ist, wenn deiner aus den Top 50 rausfällt? So plötzlich bist du noch 51, Erik. Und dann ist vorbei, oder? Ja, es war ein Spaß, alles gut. Bist du noch da, Erik? Denn man hört dich nicht mehr. Weil die disconnected. Okay. Nächste Folge ist Erik dann nicht mehr. Erik, bist du nächste Folge noch dabei? Ja. Okay. Machen wir heute noch eine Folge, ist die Frage nach der Folge. Ja, immer noch. Aber ich zwei waren eigentlich echt eigentlich. Halt dein Maul jetzt, Junge. Zwei. Waffensegen. Zwei und. Ach nee, morgen hast du gesagt, bist nicht da. Was hast du morgen schon wieder vor, Erik? Treffen mit meiner großen Schwester. Also du hast ein Date. Mit meiner Schwester, ah ja. Mit deiner Schwester. Die 30 ist. Oha. Krasser Alterunterschied tatsächlich. Woher kommt es, Erik? Wirklich tatsächlich nichts in der Aufnahme an. Jetzt bin ich interessiert. Ja, nein, nicht in der Aufnahme. Okay. Muss ich wohl respekten. Ich glaube, ich habe zu viele gemacht davon, aber hey. Was soll's, ne? Absolut hören. Lieber ein paar mehr wie ein paar zu wenig. Hä? Ah, ich sollte vielleicht das auch richtig verteilen. Immer 8. Dann habe ich nämlich 8 Low Voltage, Erik. Und könnte damit ein Medium Voltage machen. Wow. Abgehoben von dir tatsächlich. Lohnt sich das, Medium Voltage zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Low Voltage lohnt sich schon nicht. Das Neues ist für Julian. Hä? Also Medium Voltage lohnt sich, oder? Irgendwie komplett inkompetent, die sagt gerade, dass es sich nicht lohnt. Also Medium Voltage lohnt sich, oder? Ne, ja, aber was... Wollen wir kurz darüber reden, dass du einen deutschen Nachhilfskurs brauchst? Nein, Erik. Das ich ist spiele korrekt die, gewesen. Nein, es ist ja keine Sprachnachricht. Erik. Das ist jetzt hier abgespielt. Julian hat mir auf WhatsApp geschrieben. WhatsApp ja, öffentlich, du Hurensohn. Das war korrekt so. Erik, by the way, ich muss noch nach dem Zug fragen, diese Folge, ja? Das ist wichtig. Ja. Julian hat mir geschrieben, also ich bin da gewesen jetzt. Wenn wir den Satz mal grammatikalisch analysieren. Erik, was war mit Deutschunterricht? Das ist kein grammatikalischer Fehler, das ist ein Sprachfehler, also halt die Fresse. Also doch noch mehr Deutschunterricht für dich. Ey, hör auf mich umzubringen, Erik. Das ist nicht witzig. Ah, okay, jetzt habe ich Solarpanel gemacht, Erik. Das ist Emu Empire, Digga. Geil. Endlich was Australisches. Ich liebe es. Es ist endlich. Jetzt umbringen. Warum? Wir machen einen Faustfight. Zum Ende der Folge. Hä, ist schon wieder soweit. Dein Scheiß Ernst. Digga, was ist ein Faustfight? Faustfight so schwer full, zu verstehen. Full Fist. Komm, lass echt machen. Lass echt machen. Nee, alles gut. Ich hab doch, lass machen. Erik, nein, du kennst mich. Ich bin ich dich halt so um. Das ist halt dumm. Gut. Nächste Folge, dann wieder ohne Erik.
Gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.